Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Soul Mask. Wir sind ja quasi eigentlich angekommen beim letzten Mal hier in diesem Dingsbums. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wir gucken mal. Bin sehr gespannt, was das für ein Dingsbums ist. Hallo? Einfach eine uralte Ruine. Wo zwei, drei People, I guess, sind. Zwei? Ich sehe zwei. Hey, na? Was ist mit dir? So, haben wir. Ich nehme das mit, was ihr habt. Ihr habt nicht viel. So, dann haben wir hier noch eine Kiste und das war's, oder wie? Mehr ist hier nicht. Ja, sonst hätte das die Kiste geschrieben, hier sind noch Gefahren in der Nähe. So, ich nehme alles mit. Okay, cool. Das bedeutet, wir können jetzt hier hinlaufen und dann dahin. Aber hier ist kein Alpaka. Hier ist leider kein Alpaka. Alpaka. Schade, schade. So, wir haben noch ein bisschen Platz in unserem Inventar. Wir können noch ein bisschen laufen. Hauptsache, wir müssen nicht nach Hause kriechen. Dann können wir alles abgeben und wegbringen. Und dann müssen wir irgendwie bei der nächsten Tour gucken. Papagei. Müssen wir irgendwie bei der nächsten Tour gucken, wie wir an unseren anderen Loot kommen. Es waren einfach nur klassische Ressourcen, Lehm und so. Eigentlich ist es gar nicht so wichtig. Alles andere habe ich ja bei. Hier unser krasses Fleisch und so. Das müssen wir auch irgendwie verarbeiten. Das vergammelt doch sonst, ne? Schlaf. Schlaf doch einfach, ihr kleinen süßen Racker. Okay. Na? Schweinchen? Kleine Schweinchen. Ich lasse sie liegen, weil ich kann das nicht tragen. Es ist einfach zu viel Stuff. So, hier sind wahrscheinlich wieder so eine Tapir-Dinger. Oder? Uralte Ruine, ja. Ja, hallo, na? Wieso kann ich nicht so ein Tapir zähmen? Die können bestimmt auch richtig viel tragen, könnte ich mir vorstellen. Hallo? Geh doch einfach rein. So. Vielen Dank. Was ist das hier für ein Kreis? Können wir da irgendwas machen? Nö. Es gibt auch, glaube ich, immer nur eine Kiste, ne? Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Weiß das jemand? Kann das sein, dass ich irgendwas übersehen habe? So, jetzt sind wir hier. Hier ist bestimmt auch eine coole Gegend, könnte ich mir vorstellen, hier am See. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. So, wir laufen jetzt zu diesem Fragezeichen und sind somit ja dann schon Richtung Heimat auf dem Weg, ja? Müssen dann hier irgendwie rumlaufen und hierher kommen. Ja, gucken wir mal, wo ist da? Laufen wir jetzt hier lang? Uiuiui, guck mal, die Berge da. Oh, das sieht gut aus. Sieht richtig gut aus. Hier kommt der Fluss. Oh. Guck mal, wie viel Lehm hier ist. Den ganzen Fluss lang wahrscheinlich. Boah. Ich muss mal was gucken. Ich muss mal einmal kurz gucken oben an der, wo der Fluss entspringt hier. Wie das aussieht, Leute. Ich muss mir das einmal anschauen. Die Karte ist zu schön, um sich das nicht anzuschauen. Also ernsthaft.
Guck mal da, die Berge mit den Bäumen obendrauf. Wow, traumhaft. Einfach traumhaft. Überall Lehm. Lehm, Lehm, soweit das Auge reicht. Wow. Muss wissen, was für ein Spot das hier ist. Nein, hör doch auf damit jetzt. Nein, lass das. Diese kleinen Wasserschweine, auch süß, ne? Hätte ich auch gerne. Zum Nachtisch. Ja, okay. Große Felswand. Guck mal, hier so eine richtig schöne Lichtung auch, ne? Mit viel Wiese und sowas. Oder es ist nicht richtig gespawnt alles. Man kann es gerade nicht richtig sehen. Das ist schon cool hier, Leute. Ich bin sehr gespannt, was noch alles für Landschaften auf uns warten werden. Bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Okay, wir laufen jetzt hier runter in diese Richtung. Also in diese Richtung. Einmal mittendurch. Zum nächsten Spot, der wahrscheinlich auch einfach nur eine uralte Ruine ist. Denke ich mal. Ich denke mal, um bessere Sachen zu finden, müssen wir bestimmt ins nächste Biom. Aber guck mal, wir haben jetzt schon diese eine Bestie gelegt. Leider konnten wir kein Kopfexemplar mitnehmen, weil wir irgendwas nicht haben. Weil wir keinen Jagdskill haben, offensichtlich. Und deswegen ging das nicht. Aber gut, wir müssen hier einmal einen Bogen schlagen. Dafür haben wir den schon mal und das ist dann wahrscheinlich der Miniboss von diesem Biom hier oder so. Aber das ist doch auch hier noch unser Biom, ne? Und ich denke mal, hier ist eher hier Wächter Säbelzahnbestie. Aber ist das nicht auch eine Säbelzahn? Das ist ein Panther. Den habe ich ja jetzt gut weggekriegt, aber das Teil, da brauche ich sicherlich Verstärkung. Da können wir nicht alleine hin, da muss ich Dings mitnehmen. Repa muss ich da mitnehmen. Repa-Ratur. Muss mit. Nicht genügend Ausdauer. Gut. Auf jeden Fall, Fakt ist, wir kommen schon mal in die Nähe unserer Behausung. Wir kommen dichter. Sind nur 1,3 Kilometer und 250 Meter bis zum nächsten Fragezeichen. Und endlich haben wir schönes Wetter, welches wir genießen können. Geil. So. Gucken, ob hier noch ein paar Truthahn. Nee, Truthahn ist nicht gefährlich. Ich finde das halt super nice, dass diese Map so gar nicht, also außer die Gebäude, ne, diese Ruinen und so, die sind ja alle sehr Copy-Paste-mäßig. Aber ich finde so die Landschaft an sich, die ist schon cool gestaltet. Die ist schon wirklich cool gestaltet. So, wir sind gleich da. Mal gucken, was das ist. Für ein Ort. Uralte Ruine. Na gut. Also wieder Tapire. So, okay. Dann nehmen wir noch ein bisschen mit. Dann können wir vielleicht auch, weil wir wieder so viele Steine haben und sowas, hier diese hier, grüner Kristall, können wir bestimmt unsere Maske auch ein bisschen upgraden. Das machen wir auf jeden Fall. So, wo jetzt? Jetzt müssen wir eigentlich nur sterben, dann würden wir zu Hause ankommen, rauskommen, da hätte ich meinen Loot direkt neben mir. Nein, machen wir natürlich nicht. Wir laufen jetzt schön entspannt hier runter. Wo ist die Kiste? Die ist hier. Uiuiui. Oh, na gut.
Warte, ich brauche. Ich brauche. Ah, die brauche ich nicht, weil wir haben ja unser Leuchtfeuer bereits markiert. Wie kann ich die Dinger wieder loswerden? Trinken nicht vergessen. Wenn der Hals trocken wird, ne? Menschenskinder. So. Was wollte ich jetzt? Ach, vergessen, was ich gerade gesagt habe. Achso, wie kriege ich diesen Dings wieder weg? Mann! Markierung löschen. Danke. Gut. Wir müssen in die Richtung. Das bedeutet, wir müssen irgendwie hier außen rum, ne? Gut. Let's go, Freunde. Let's go. Ab durch die Mitte. Hier einmal rum. Ah, oh, toll. Ne, klettern ist zu hoch. Ah, schön. Ja, dann bringen wir mal den ganzen Stuff weg. Ich würde auch sagen, wir sehen uns einfach dort, oder? Wenn jetzt hier nichts passiert, dann können wir uns auch einfach dort treffen, meine lieben Freunde. So, sind jetzt nur noch schlappe 200 Meter. Hier sitzen noch ein paar Leute, die mache ich noch kurz weg. So. Und, habe gerade so überlegt, wenn... Oh, ein Affe. Wenn wir einen größeren Boss legen müssen, brauchen wir auf jeden Fall Verstärkung. Das ist mir jetzt bewusst. Aber wir müssen dann auf jeden Fall darauf achten, dass wir Buff-Food haben. Wahrscheinlich gibt es noch irgendwelche Nahrungsmittel, irgendwelche gekochten Sachen, die wir erschaffen können, die uns dann weitaus mehr Leben zur Verfügung stellen. Wir müssen uns dann hochheilen, sind dann schön gebufft und genauso wie auch unser Begleiter, dann Reaper in dem Falle. Und dann gehen wir zusammen rauf auf den. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich... Ich habe eben noch mal kurz geguckt. Wir scheinen von der Bestie 10 Punkte bekommen zu haben. Hier. Und wir müssen mal gucken, ob das nachher reicht, um die Lederrüstung irgendwie zu lernen. Das schauen wir mal. Weil die brauchen wir und vielleicht können wir auch noch irgendwie eine bessere... Wer ist das hier? Truthahn. Waffe oder so generieren oder bauen. Das wäre natürlich super. Oh. Ach was. Hier kann man Eier klauen. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Da fallen die Bäume. Die sind schon wieder mächtig am Arbeiten hier, unsere Besten. Ja, schön, dass ich wieder zu Hause bin. Ich freue mich. Was ist hier los? Kompost. Wurde denn hier Kompost gebaut? Boah, Leute, ist das schön, wieder hier zu sein. Toll. Toll, toll, toll. Oh, ist das gut. Hier ist ordentlich was zu essen drin. Ich freue mich. So, das kann man hier auch mal rein, ne? Es können nur Kochen-Kategorie-Gegenstände platziert werden. Was ist denn das hier? Ach, Medizin. Ach so, na gut. Ich mache jetzt erstmal hier diese Sachen rein. Außer das, was ich hier eh schon hatte. So, hier haben wir noch Frischfleisch. Premium-Frischfleisch. Das müssen wir eigentlich irgendwie abkochen. Was bringt denn das? Ich nehme mir das mal raus, ja. Denn ich... Oh, seltenes Frischfleisch. Die sollen gegrillt werden. Und gegrillt... Ja, okay, dann machen wir mal eine Grillung, Leute. Kann ich das hier auch machen? Ich koche mal selber. Ich bin heute der Koch. Brauche ich gar nicht, ne? Aber wir müssen ja unser Können auch ein bisschen verbessern. Ach, guck mal einer an, du. Wie lange hält sich das jetzt? 8 Stunden. Das ist natürlich gut. 80 Sättigung. Mich interessiert auch das hier. Das ist das. Das ist das edle gebratene Fleisch.
Jede Sekunde 4 LP, hält 20 Minuten. Hält 20 Minuten! Für einen Kampf sollte das zum Beispiel reichen. Sind nur zwei. So ein geiles Steak mit so einem Knochen drin, ne? Mm, nam nam nam. Jetzt haben wir hier das Premium-Zeug. Mal gucken, wie lange das dauert. Hat, warte mal, das hat 4 LP, das hat 2 LP. Das war jetzt von der Bestie, ne? Und hier, das hält 10 Minuten lang. Maximal 100 LP. 40 Sättigung. Also das hier ist quasi das Doppelte. Passt. 150 LP. Wow. Ja, nicht schlecht. Okay, ich pack mal... Kochst du noch? Ach so. Ja, da wird noch gekocht. Okay, dann gucken wir uns mal die Kochanimation an. Guck mal, hier sehr schön. Lecker. Guck mal in den Topf rein. Mm, lecker Suppe. Sieht aus wie so eine Hühnerbrühe oder sowas. Hühnersuppe. Das sieht sehr cool aus. Also es sieht sehr, sehr schön gestaltet aus. Ich liebe es. Und du sitzt da und wartest. Repa, es tut mir leid, wir gehen auch bald on Tour. Ich bin echt am Überlegen, ob ich sie bei der nächsten Tour mitnehme. Ich glaube, das macht Sinn. Also zum einen kann sie Sachen tragen. Und zum anderen, was ist, wenn sie stirbt? Ich brauche die für... Ach Mann, ich will die nicht verlieren, ne? Aber irgendwann müssen wir es ja mal riskieren. Die Waffen, glaube ich, hatte ich ihr schon gegeben, die sie braucht. Sie braucht ordentliches Essen. Das nehmen wir schon mal mit. Kann das nicht alleine weiter kochen? Warte mal kurz. Ich mach mal hinzufügen und... Danke. Repa macht das. Okay. Ich packe meinen Stuff weg. Zum einen hätte ich gerne solche Sachen. Hier. Macht das Sinn? Weil ich habe da eine Fackel. Aber ich habe hier so eine Lampe, deswegen brauche ich das Ding nicht. Okay, dann packe ich das erstmal hier rein. Dann haben wir diese Dinge. Da kommt jetzt das Leuchtfeuer rein. Okay, das passt für mich. Können wir mal die Tür zumachen? Nein. Schließen. Lass doch bitte nicht die Toilette auf, Leute. Was soll denn das? So, dann kommt das hier rein. Dann kommt das da rein. Dann kommt hier noch was rein. Dann haben wir hier noch diverse Geschichten. Premium-Klaue. Kadaverstück. Das Zeug verdirbt nicht. Okay. Dann haben wir kein Lehm. Ich habe aber wieder Maissamen. Das ist gut. So ein bisschen Medizin. Hier sind keine Gefäße. Und da kommt das noch rein. Okay, dann haben wir hier diese Dinger. Lass uns mal gucken. Brauche ich die Sachen, um abzugraden? Wo ist mein Upgrade-Ding? Hier, Y. So, ich hätte nämlich tatsächlich gerne hier bei der Bindung, die hätte ich gerne verstärkt. Nach Reparatur kann die Verbindungs- und Verarbeitungsfähigkeit der Maske verstärkt werden. Es werden die maximale Zahl von Einheiten, die mit der Maske verbunden werden, kann erhöht. Erhöht die Zahl der rekrutierbaren Stammesmitglieder. Nach dieser Reparatur maximale Zahl rekrutierbarer Stammesmitglieder plus 6. Das heißt, wir können dann 9 in Summe haben. Das muss ich haben. Kann ich das machen? Hä, ich hab doch Steine, oder nicht? Ach, grüner Kristall. Moment. Hab den falschen. Okay. So, jetzt. Hier. Das habe ich jetzt gelernt. Okay, wir können jetzt 9 Leute rekrutieren. Ab Bewusstseinsstärke 20. So,
was haben wir hier? Datenaktualisierung. Beschwöre und besiege die Säbelzahnbestie. Okay, das Viech ist in der Pyramide. Okay, alles klar. Was haben wir hier? Das habe ich schon gelernt. Wahrnehmungsstärke. Was ist hier? Qualitätseinschätzung. Nach Reparatur können Daten von verschiedenen Kreaturen und Wahrnehmungsfähigkeiten der Maske genutzt werden, um die Kernqualitäten des Ziels zu bewerten. Halte Q gedrückt zum Erkennen und Bewerten. Ja, machen wir mal. Wir haben ja ein paar Kristalle. Was ist das hier? Das habe ich gelernt. Das hier, Erinnerungseinheit Speer. Eine Speichereinheit, die Wissen zur Nutzung von Speeren dokumentiert. Nach Reparatur kann es unterbewusst in Kämpfen genutzt werden. Wenn mit Speer angegriffen wird, steigt Könnenwachstumsrate plus 25. Ja, let's go. Das brauchen wir. Den will ich auch. Den Bogen. Was haben wir hier noch? Wissen zum Bergbau. Let's go. Ach, das hatte ich noch gar nicht gelernt. Kampfinstinkt. Ach, ich kann das mehrfach. Ach so. Ach, stopp. Ja, ich verstehe. 1 von 3. 2 von 3. 2 von 5. Ah, ja. Okay, 2 von 2. Bewusstseinsstärke 25. 1 von 1, 1 von 1, 1 von 1. Kochen, 1 von 4. Oha. Flugbahnkorrektur. Das ist geil, wenn wir mit dem Bogen arbeiten. Jagdatlas. Vorhergehender Knoten, Maskenschnittstelle, Modul, Reparaturmaterial. Erstellt ein Album von Jagdbeute, um die Bewusstseins-EP beim Töten von nicht-humanoiden Wesen um 5% zu steigern. Keine Ahnung, ich mach das einfach mal, ne? Lederarbeit. Pflanzung. Handwerkskunst. Alchemie. Klinge. Ich habe gleich keine Kristalle mehr, ne? Ich sehe das schon kommen. Was ist das hier? Nach Reparatur kann das Care-Modul der Maske und das Hauptbewusstsein auf eine andere Maske übertragen werden. Hierdurch kann man mehr Masken unterschiedlichen. Ja, falls wir eine andere Maske finden sollten. Okay, krass. Krass, krass, krass. Gewohnheitsanalyse. Bewusstseinsstärke 20. Ich lasse erstmal, ne? Also wir haben jetzt eine ganze Menge. Okay, wie viel Zeug habe ich hier noch? Diese Dinger hier packen wir mal zu den Waffen. Das auch. Das hier muss repariert werden. Das machen wir gleich. Und ich hätte gerne diesen Bogen. Ich glaube, der ist cool. Und den Holzhammer. Das ist ja meiner, ne? Den müssen wir auch reparieren. Den können wir vielleicht auch mitnehmen. So, und pack aber erstmal diese Sachen hier rein. So, wo ist meine Reparaturwerkbank? Und wer macht das? Wer repariert das hier? So, das da rein. Das da rein. Das da rein. Habe ich Pfeile? Ja. So, und die Dinger können wir dann in die Waffenkiste tun. Das hier kann ich zerlegen. Oder auch nicht. Was ist das hier? Holzhammer. Der ist viel besser. Den möchte ich auch reparieren. Kann das bitte jemand machen? Das wäre halt furchtbar gut, wenn du das machen könntest. So, hier bitte zerlegen. Und Knochenwurfmesser. Brauchen wir das? Mache ich jetzt einfach mal in irgendeine Werkbank. Und zwar hier rein.
Hier ist auch noch ein Hammer, der repariert werden möchte. Und ich der Meinung bin, einer reicht. So, aber den Bogen hätte ich gerne. Wir brauchen dafür dickes Seil, Baumzweig. Ich glaube, ich muss das selber machen. Wo ist Repa? Wo ist Reparatur, wenn man sie braucht? Nein, halt. So, ich repariere. Nein. So, dann haben wir hier dickes Seil, Baumzweig. Nicht genügend Material für die Reparatur. What you mean? Baumstamm. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Dann gib mir mal hier so einen Batzen. Okay, dann bereiten wir Repa jetzt noch vor. Und Hartholzgriff. Ja, dann bleibt der jetzt erstmal hier drin. Okay, wir haben jetzt diesen Hammer, diesen Bogen. Die beiden packe ich in die Waffenwerkbank. Das andere Zeug bleibt hier erstmal drin. Das bleibt hier. Den Hammer brauche ich eigentlich nicht. So, das heißt, wir nehmen den Bogen. Der Bogen geht hier hin. Vielleicht gebe ich den Repa. Und ich habe den hier. 22er Schaden gegen 10. Oh mein Gott, das ist voll der Unterschied. Gut. So, dann muss ich was essen. Sehr gut. Und ich muss mich verbinden. So, Repa-Schatz. Wir prüfen dich einmal. Wo bist du? Bist du da? Du bist hier. Warum hast du... Nee, das ist Guido. Wo ist Repa? Da unten, die tanzt. Nee, das ist Klaus-Dieter, ne? Wo ist denn jetzt Repa, Leute? Hallo. Die müsste hier eigentlich in der Nähe sein. Hä, bin ich blind? Auf dem Klo, oder was? Ist sie auf dem Klo? Da. Okay. So, Repa, dann zeig mir mal. Du hast 3 Suppen. Das ist natürlich viel zu wenig. Du hast Verbände. Du hast ein Bestienknochen-Großschwert. Das ist ja so dein Ding, ne? So, ich gebe dir. Kann ich das bei dir auch irgendwie festpinnen? Ja, das sieht gut aus. Diese Suppe, ich gebe dir mal diese Suppe. Die kannst du natürlich auch haben. Gebe ich dir noch das hier. Schönes Premium-Fleisch. Ich hole mir noch ein Süppchen. Oh, guck mal. Nee, ich nehme einfach das Premium-Fleisch, weil ich es kann. Und das nehme ich auch mit, aber diese Dingsbums brauche ich nicht. So. Okay. Also ich würde schon sagen, dass wir so gut wie ready sind. Das heißt, unsere gute Repa muss ich jetzt... Das ist schon wieder Guido. Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Meine Fresse. Sag mal. Bist du auf Toilette? Gehe ich jetzt auf Toilette? War da nicht vorher ein Klo drin? Oder sah das nicht eher aus wie ein richtiges Plumpsklo? Entschuldigen Sie bitte. Ich würde gerne in Ruhe mein Geschäft verlassen, durchführen. Repa, kannst du mal bitte... Ich könnte das ja auch hier machen einfach. Reparatur.
kämpfen. Wie war denn das? So. Ich möchte, dass du mir folgst. Und dass du aktiv bist. Da ist gerade jemand auf dem Klo gewesen. Habt ihr das gehört? Ich habe das bis hier gehört. War richtig laut. Weiß ich nicht, ob ich das gut finde. So, warte mal. Fange an. Eine unbekannte... Was? Ja, ich habe keine Ahnung, was sie gerade wollte. Also du folgst mir jetzt. Ich kann auch F1 machen, wenn ich sage, hier Ziel angreifen. Das sollte auch funktionieren. Und folge mir im Modus aktiv. F4, Modus aktiv. Aber wenn sie aktiv ist, glaube ich... Ich gehe mal lieber auf F5. Ich glaube, das ist der bessere Modus. Das ist dann wie bei Ark wahrscheinlich mit Neutral, dass sie dann erst mitmacht, wenn ich auch aktiv bin. Oh, warte mal, ich muss meinen Speer reparieren. Habe ich gerade gesehen, der ist komplett runter. Das ist gar nicht gut. Ihre Waffen waren ja, glaube ich, alle gut. Hier, das Messer machen wir noch schnell. Die Sichel. Und dann ist das fein. Was fehlt denn? Hartholzgriff. Ach, Kruzifix. Ich hole mal kurz. Haben wir noch Hartholzgriff? Ja, packe ich mal dort rein. Schön. Ich bin sehr gespannt, was uns auf dem weiteren Weg alles begegnen wird, Freunde. So, wir reparieren. Ich nehme den zweiten Speer auch mit. Oder wollen wir uns lieber erst eine Rüstung machen? Ich glaube, ich gucke erstmal. So, den nehmen wir mit. Das nehmen wir auch alles mit. Der Rest bleibt hier. Hier kommst du hin. Du kommst da oben hin. Du kommst da hin. Und du kommst da hin. So, dann machen wir hier noch die Präferenz, dass ihr schön da bleibt, wo ihr seid. Und ich das nicht irgendwie fallen lasse. Das ist nur das Ersatzding. Bisschen Wasser, falls wir unterwegs sind. Das bitte auch nicht fallen lassen. Okay, lass uns noch mal kurz gucken, wo die Lederrüstung ist. Dann überlegen wir, ob wir das machen. Bestienleder. Ich habe doch schon Leder. Oder ist das anderes Leder? Froschleder? Was für ein Leder soll ich lernen? Froschleder? Was für ein Frosch? Ich habe Grobstoff. Habe ich noch nicht mal Bestienlederrüstung gebaut? Was ist denn mit mir los? Drücke T und betrete Lederausrüstung. Satteltechnik. Erlerne und stelle einen Alpaka-Sattel her. Ja, erstmal muss ich einen Alpaka haben. Sag mal. Wo ist meine Rüstungsgeschichte? Waffenherstellung? Handwerkerbank? Da ist Rüstung. Ich habe noch nicht mal... nee, wir brauchen unbedingt Lederausrüstung. Hä? Und Bestienrochen... Bestienrochenkning. Ein Bestienrochenkning. Brauchen wir auch. Bronze, Eisen haben wir noch nicht. Bronze haben wir alles. Okay, also wir bauen uns für die... in der nächsten Folge, meine lieben Freunde, werden wir uns eine Rüstung bauen, wir beide. Das kriegen wir hin, oder? Du? Du baust, ich hole das Zeug. Oder du holst einfach das Zeug und ich guck zu. Das finde ich noch viel besser. Und dann müssen wir uns noch die Ringe machen und so. Ja, come on, Reaper, das schaffen wir. Das machen wir einfach. Okay, dann machen wir das so, meine Lieben. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.